Okay, ich glaube, die Klettertour hat vorerst ein Ende. Emilio Ostrowski, dies ist offensichtlich eine wichtige Mission. Vielleicht brauchen Sie noch meine Hilfe. Ostrowska ging durch das Bohrloch. Auf die eine oder andere Weise muss ich dort hinunter. Emilio, don't be scared, I will find you. In die Tiefen. Is that you? Be calm, Emilio. I'm sure your mother is well. This is not about her well-being. This is bigger than either of us. I will find a way around and then we'll go. Don't bother. I can swim underwater. And before you ask if my mother would risk my life over... Yes. Yes, she would and she has. This is what we do. Jetzt kann er sich also auch hochziehen. Das ist gut. Okay, was jetzt? Müssen wir da... Wir müssen aber nicht darüber springen, oder? Ach, die Tür. Okay. Opa, kommst du mir nach? Ich sehe nicht viel. Naja. Offenbar sind die Räume nicht so wichtig. There has to be a way out. Maybe further up. Or maybe further down. Ostrowska went through the borehole. That was before the flood. Die Frage ist, wo kam die Flut jetzt genau her? Ist sie durch die Bomben entstanden? Oder können wir hier irgendwas bedienen? Das Problem ist, es ist halt alles auf der Space-Taste. Und deswegen springe ich hier immer so rum, weil ich halt probiere, ob man irgendwas hier benutzen kann, aber ich glaube bald nicht, ne? Ich glaube, es ist ziemlich sinnlos, jetzt wieder zurückzugehen hier. Aber hier drüben war doch auch nichts, oder? Täusche ich mich da? Nach unten wäre ja sinnlos eigentlich. Denn von da sind wir doch gekommen. Nicht? Ja. Aber vielleicht müssen wir ja weiter nach unten. Ah, okay. Mit mehreren Space-Drücken können wir auch weiter runter. Hier ist ein Zettel. Kann ich den lesen? Nein. Wahrscheinlich ist das der Zettel, den wir vorher schon hatten. Ich kann auch bloß zweimal mich nach unten abstoßen. Dann ist es vorbei. Okay, bis da runter, bis zu der Leiter kommen wir theoretisch. Was haben wir denn hier? Können wir hier rein? Nee. Was ist denn hier alles? Was fliegt denn hier alles rum? Ja, die Leiter will er aber auch nicht nehmen, ne? Nein, du sollst schon hier hochgehen. Lass dich mal hier ein bisschen probieren. Lass dich hier dranhängen? Ja, danke schön. Das wollte ich. Schauen wir doch mal hier rein. Alles verdammt dunkel. Es wäre viel praktischer, wenn Emilio die Taschenlampe mitnehmen könnte. Nein, ich wollte nicht wieder raus. Das war nicht der Plan. Denn es ging noch weiter nach rechts. So viel habe ich mitgekriegt. Ah, okay, hier ist aber die Wand dazwischen. Hier kommen wir auch nicht weiter. Bis zu der Tür kommen wir nicht. Das ist bloß ein einzelner Lagerraum. Ja, jetzt wäre es halt gut, wenn man irgendwie ein bisschen Licht machen könnte, ne? Ach, schwierig. Da drüben kommen wir jetzt auch nicht weiter. Na gut, gehen wir nochmal hier durch. Irgendwas muss es ja hier geben. So, hier ist die Wand. Hier geht's auch nicht weiter nach rechts. Wir müssen also eigentlich theoretischerweise hier was finden. Kommen wir nicht hier oben an die Kante dran, vielleicht? Nee. Vielleicht, wenn wir springen? Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber... Nein. Okay, ich glaube, ich mache an der Stelle mal eine Unterbrechung und probiere einfach mal ein bisschen rum, bis ich die Lösung gefunden habe. Denn ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich zugeben. Nächstes nochmal probieren. Ah, okay, ich kann gar nicht springen. Ich dachte vielleicht hier drüben drauf zu springen, aber das will er nicht machen. Aber nach unten tauchen und dann hier durch kann ich auch nicht, ne? Nee. Okay, dann mache ich mal kurz eine Unterbrechung und wir sehen uns wieder, sobald ich weiß, wie wir weiterkommen. Also bis gleich.
Okay, da bin ich wieder. Also ich habe jetzt noch nicht die Gewissheit, dass wir da auf jeden Fall weiterkommen, aber ich habe gerade schon was gesehen, als ich hier runtergesprungen bin, was mich zu der starken Vermutung bringt, dass ich den Weg gefunden habe. Wir springen mal einfach hier runter und schauen jetzt mal nach unten. So, und da sehen wir nämlich, hier unten gibt's eine Erinnerung. Are you sure? It is not anybody else. Of that I am sure. No, I mean... Oh, yeah, yeah, that... What do we do? Tell Mr. Sitfield. Okay, zumindest haben wir den Weg gefunden, der uns weiterbringt. Die Frage ist, weiter nach oben oder weiter nach unten? Können wir ersticken, ist die nächste Frage. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir kommen in einen neuen Bereich hier, oder? Oh, oh, ist das, ich glaube, es ist nicht gut, dass es ihm so die Sicht verschwirren lässt. Wir sollten vielleicht zusehen, dass wir irgendwie nach oben kommen. Borehole is too deep down, but she must have gone that way. If you can't swim down there, then you're not meant to be there. It's just a matter of altitude. Okay, aber wir haben es zumindest hier rüber geschafft. And I can't do this. I can do anything now. I just need your help. Also scheint die Beziehung nicht zu funktionieren, so wie sie war, ne? Hier gibt es nichts, das ist bloß der Lagerraum, den wir schon gesehen haben. Können wir vielleicht, wenn wir hier oben an dem Seil sind... Nein, wir können nicht rüberspringen und uns dann da hochhangeln. Hm. Aber wir können von hier aus... Warte mal. Hier drauf. Oh. Concept Art freigeschaltet. Das heißt, der Weg scheint nicht ganz falsch zu sein, zumindest. Was machst du, Junge? Ich weiß es nicht. Okay, aber so richtig zu passen scheint es auch nicht. So, wir können zumindest wieder ganz nach unten. No. You are already anemic. The RLC is not a place for a pregnant woman. And that is what we are here to fix. Why should I serve better than your mother and sisters? Okay, sie war also schwanger. Logisch, sie muss ja irgendwann schwanger geworden sein. Wahrscheinlich ist Alterbeck ihr Vater. Ach klar, das wissen wir ja schon. Was sage ich ja eigentlich? Ich meine, der Großvater ist ja nicht ohne Grund der Großvater. So, da hangeln wir uns ja mal nach unten. Vielleicht müssen wir hier unten in die Kammer rein jetzt. Ah. Das scheint zu funktionieren. Gut. Sie wollte also hier bleiben, beziehungsweise war der Meinung, sie ist unverzichtbar. Aber er wollte, dass sie geht, weil sie schwanger ist. Alterbeck, I can't do this. It's okay. You did try. I spoke to my parents. We are welcome to their house in New York. They found a plane from Newcastle on Wednesday morning. Good. Take it. I will replace you here. You are right. This is bigger than us. It is our duty. And you want this to happen. I know that. I will come to New York. I will. After the flood. Nach der Flut. Aber dazu wird es ja jetzt wohl nicht mehr kommen, oder? Ich meine, Ostrowska ist ja nicht mehr. Okay, hier hinten ist nichts. Gehen wir mal einfach den Weg weiter. Just a little bit higher. Then I can dive into the borehole. Warum? I forbid it, Emilio. You will not dive from that altitude. If Ostrovsky is hurt, someone must replace her. And only I can do that. Ist das so? Du willst da runter ins überflutete Loch, um sie zu ersetzen, um ihr zu helfen? I know I can do this. All I need is a running start. Obwohl du gar nicht genau weißt, was dort eigentlich passiert. Okay, von hier aus also jetzt. Geradewegs nach unten, meinst du, das ist eine gute Idee? Oder meinst du den Sprung nach drüben? Wir probieren es einfach.
Okay, wir haben das Seil erreicht. Okay, also wir können uns jetzt hier... Das ist ja abgefahren. Gut, dass es Atemlöcher gibt. Wir können uns hier also jetzt so nach und nach runterarbeiten. Ist gar nicht so einfach, wenn man immer bloß zwei Fußtritte hat, dann ist es wieder vorbei. There's a hole at the bottom. If she had only stayed a few days longer. I'm checking it out! Okay, er springt einfach runter. Aber sie scheint ja wieder zurückgekehrt zu sein, nicht wahr? Immer auf den Spuren der Erinnerungen des eigenen Vaters. Okay, hier gibt's wieder Massen an biologischen Waffen. Das gehört jetzt aber nicht zur Erinnerung, oder? Er ist auch hier. Nikolai Sitwin. Der Projektboden ist unter Wasser. Kann ich sie nur erreichen? Kann ich ihr helfen, den letzten Sprengstoff zu zünden? Nach der Sintflut. No, not here. This was the shaft where I need to reach the other shaft. Okay, wir können den Haken also auch fallen lassen. Scheint ja zu funktionieren. Wir haben glücklicherweise genau die Stelle getroffen, die wir treffen mussten, wie es scheint. Wieder eins von den Pink Holes. I like the entrance. Grand, eh? And a little scary. I heard you and Mr. Sitwin used that saying. The King of France said it first. But what the man was saying. Do you have a question for me today? Ah, you want a question? Alright. You see this. After us, the flood. Yes. But after the flood... No, not here. This was the shaft where I need to reach the other shaft. Ich dachte mir das schon. Wir müssen bloß den Haken erstmal ein Stück rüber werfen. Okay, werfen wir da einfach oben lang. Zieh nochmal ein. Wir gehen über das Rettungsboot. Das hält. Gut. Okay, das klappt so nicht. Können wir vielleicht... Nein. Was ist denn das für ein Witterkopf da unten? Na gut. Dann also wieder nach oben, um wieder nach unten zu kommen nachher. Gut, dass es den Haken da gibt. Oder diese Stelle. Auch wenn es sich blöderweise festbackt. Ich weiß halt nicht, ob wir an die Strippe hier gehen können. Ah, das scheint sich hier immer festzubacken. Das scheint nicht so richtig zu funktionieren dort. Nee, er kann sich dort nicht festhalten. So, hier sind wir aber auch nicht richtig, glaube ich. Nein, er kann... Das scheint wirklich bloß Emilio zu können. An den Dingern hochklettern. Aber wir können auch nicht die Fässer benutzen, um hier rauszukommen. Dann müssen wir so irgendwie anders wieder hochkommen jetzt. Das wird ja interessant. Kannst du es vielleicht noch drüber werfen? Das wäre schön. Also ganz drüber, meine ich. Komm, noch einen Zentimeter weiter. Ja, dankeschön. Jetzt sollte sich's noch einhaken, oder? Ja. So, ach, warte mal. Hier drüben haben wir doch auch noch eine Stelle. Machen wir doch da fest. Jetzt vielleicht uns noch ein bisschen runterlassen. Und, ah, das ist schwierig. Oh, Concept Art freigeschaltet. Okay, wir scheinen über die Vögel also Concept Art freizuschalten. Das ist ja interessant. Konzeptgrafiken. Gut zu wissen. Da müssen wir also ein bisschen die Vögel jagen gehen. Da müssen wir jetzt auch, wofür die da sind, warum die hier immer mit rumhocken. Aber das hilft uns natürlich nicht bei unserem Weg weiter. Kommen wir hier denn nicht irgendwie... Diese Löcher müssen doch irgendwie uns weiterhelfen. Komm schon, jetzt hak mal bitte fest.
Ach, Mist. Ich glaube schon, dass die Löcher dafür sind, dass wir uns dort einhaken. Das Problem ist halt, es funktioniert nicht richtig gerade. Ich meine, eigentlich ist es ja nur logisch, dass es auch mal daneben geht mit dem Haken. Aber es wäre schön, wenn es irgendwann auch klappen könnte und nicht einfach nur rumbackt. Nee, funktioniert gerade nicht. Muss ich schon wieder eine Pause machen? Das wäre blöd. Nee, da unten, das ist ja ein bisschen sinnlos. Komm schon. Ich wüsste aber nicht, wo es sonst lang gehen soll, ehrlich gesagt. Na, das ist doch ganz nah dran, sich einzuhaken. Ach, Mensch. Nee, das bringt uns nichts. Das ist garantiert nur für die Konzeptart da oben. Aber ganz hoch komme ich auch nicht ran, ne? Blöd. Gut, ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen probieren. Machen wir einfach die Pause, sonst wird es hier zu langweilig gerade. Also bis gleich. So Leute, weiter geht's. Ja, ich dachte mir gerade so, Mensch, das muss doch irgendwie klappen und irgendwie musst du doch da hochkommen und hab's ewig lang probiert. Hab's letztendlich nicht hingekriegt und dachte mir dann, na gut, dann machst du dich mal auf die lange Suche nach irgendeinem Let's Play oder Walkthrough dazu. Und es war ziemlich schwer, was zu finden, muss ich zugeben. Hab dann irgendwo im Englischsprachigen eins gefunden. Nicht gute Qualität, aber ist egal. Hauptsache, ich hab rausgefunden, wie wir weiterkommen. Und tatsächlich kommen wir gar nicht da drüben weiter, sondern wir müssen in eine Ecke, in der wir noch gar nicht waren bisher oder von der wir noch gar nicht wahrgenommen haben, dass wir da überhaupt lang können. Und das ist hier rechts. Wir müssen den Haken ja fallen lassen, deswegen wurden wir auch darauf hingewiesen, dass wir den Haken fallen lassen können. Wir können uns dann hier unter dem Container durchziehen. The water is making this hell. The mission must be completed today. So, das sollte die Sache doch extrem vereinfachen, würde ich sagen, weil wir dann jetzt auch wirklich mal weiterkommen. So, ich glaube, oben brauchen wir nicht weitergehen, oder? Nee, da ist nichts mehr. Ich glaube, von da sind wir auch gekommen, kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir uns mal hier lang weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher. The ships were made in a factory to catch fish. That is their purpose. That is all they ever were meant to do. Soulless shells. Now they rot together in this desert. Looted. Rusted. Depleted by their duties. Ja, so sieht's aus. Yelena, when you return the Arab Sea, when we return the sea, these ships will not float to the surface. They are broken forever. But there is one here that has a soul. Es ist zwar eine schöne Idee, dass der Aralsee wieder geflutet wird und dass er wieder zurückkehrt, aber letztendlich ist der genauso für immer zerstört, wie das auch die Schiffe sind. Den wirst du nicht mehr wiederherstellen können. Das wurde von der Menschheit ein für alle Mal verkackt. Der wird nicht wieder so kommen. Vielleicht andere Seen in der Nähe, aber nicht der. Übrigens, ich habe auch jetzt das Gespräch vorher mal begriffen, als ich jetzt gerade nochmal das in einem Video gesehen habe. Sie haben ja irgendwie davon gesprochen, eine französische Königin hat es zum ersten Mal gesagt. Sie meinten damit, nach mir die Sintflut. Darauf war das bezogen. Ich glaube, das war Marie Antoinette, wenn ich mich nicht ganz so irre. Die hat ja immer so tolle Sprüche losgelassen, auch dann sollen sie Kuchen essen, wenn sie kein Brot mehr haben, ne? Lauter solche Dinge. Und hier haben wir auch endlich mal wieder eine Nachricht, die wir lesen können. Moskau in den 1920ern. Lenin. Wie sollen wir die neue Unabhängigkeit benennen? Stalin? Ich weiß es nicht, aber ich hörte, dass die Leute, die da wohnen, schwarze Hüte tragen. Lenin? Dann werden wir das Volk, die schwarzen Hüte nennen. Und das Land soll Schwarze Hüteland heißen. Hüte gehen nirgendwo, von Alterbeck. Das Zeichen meiner Vorfahren, das Symbol meines Volkes, der Name meines Volkes, er ist einfach zu vergessen. Der Konjarat-Clan besteht aus Fischern, das wissen wir. Wir waren stets die Hüter vom Aralsee. Der Ontot-Urif-Clan hütet die Erde, das wissen wir auch. Von den Karakalpaks wissen wir dies. Wir sind diejenigen, die schwarze Hüte tragen, denen keiner erzählte, Genosse Stalin. Wir trugen braun, wir trugen blau, wir trugen rot und manchmal auch schwarz.
Tja, man wird immer auf das reduziert, was dann irgendwie gesehen wird am offensichtlichsten, ne? Gibt's ja auch, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, ich mach's einfach mal. Es gibt ja auch dieses Zitat, ich weiß nicht, von wem das ist, es war wahrscheinlich von irgendeinem schwarzen Bürgerrechtler, über den weißen Menschen, ich krieg's leider nicht zusammen, aber wenn du wütend bist, wirst du rot, wenn dir kalt ist, wirst du blau, wenn dich jemand schlägt, wirst du grün und gelb, aber mich nennst du farbig. Fällt mir gerade so dazu ein. Gut, kommen wir hier rüber. Ich weiß auch nicht, ob wir hier jetzt überhaupt hoch müssen. Weil es da unten dieses Loch gibt. Vielleicht sollte ich mal... Ah ja, ich sehe schon. Wir müssen in das Loch reinwerfen. Ich krieg's bloß nicht hin. So, nein, nicht da lang. Jetzt vielleicht. Treffen wir? Ja. Dann müssten wir uns doch in den Container reinziehen können eigentlich. Ich weiß bloß nicht, ob wir... Halt, 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 halt. Ich wollte nicht wieder hoch. Ach, okay, wir müssen gar nicht in den blauen Container rein, sondern wir müssen uns nur weit genug nach unten ziehen, damit wir durch den grünen durchschwimmen können. So, jetzt müsste es doch gehen. Genau. Jetzt. So sollten wir wieder rauskommen. Und dort drüben schwimmt noch ein Schiff. Das scheint noch intakt zu sein. Kiriana, meet Nelia. In our sea of rust and decay, this beautiful, meaningless ship remains. You and Mr. Sixteen haven't seen her, but I have taken care of her. And when our flood comes, she will sail again. I am not so sure she is seaworthy. She is not broken. There is not a single hole in her hull. Her life is empty now, but I have prepared her for a time after the flood. A time of happiness, Helena. Altobek, I'm trying to do something nobody has ever done before. Nobody has ever kissed you? I am sure somebody will. So hat er das, glaube ich, nicht gemeint. Aber ja, eine Wiedergeburt nach der Wiedergeburt des Aralsees. Es scheint zu funktionieren. Das Schiff ist seetauglich. I know the chef was around here. Right next to Emilia. Dann würde ich sagen, werfen wir den Haken mal nach unten. Okay, das funktioniert nicht, also rein. Da ist das Loch. Der Schacht, in den wir müssen. Können wir hier reinwerfen? Nein. You were correct to stay behind. This is now impossible!